Neues Video, neues Glück. Die Niki ist zurück mit einem weiteren Update-Video. Klein, fein, aber oho. Weil in diesem Update viele kleine Sachen dabei sind. Und die geben wir jetzt nach und nach in aller Ruhe mal ab. Weil da muss man sich auch vernünftig mal durchlesen, damit man weiß, was ist überhaupt jetzt im Update drin. Wir gehen mal alles nach der Reihenfolge hier durch. Als erstes haben wir wieder natürlich ein Item im Bonus-Shop für alle Lifetime-Rider. Kann ich einfach gratis wieder abholen. Ist eine wunderschöne Decke. Mit dem Admirals-Outfit. Sieht auf jeden Fall sehr schick aus, muss ich sagen. Ganz einfach gehalten, keine 3D-Elemente jetzt drin. Aber sieht sehr schick aus, auf jeden Fall. Dann müssen wir mal gucken. Wir haben Rabatte, weil Guillermo Gardea ja wieder da ist. So, und jetzt passt auf. Auf die Andalusia und die Lusitanos gibt es nächsten 4 Wochen lang einen Rabatt. Auf die Andalusia gibt es einen Rabatt von 25%. Wenig. Schade. Aber Rabatt ist Rabatt. Also kosten sie ja 715 Starcoins. Wir können ja einfach mal nebenbei zum Blattgut schon mal gehen. Und die Lusitanos sind mit 30% Rabatt. Bäh. Oh, Landgut. Ich glaube, da stehen sie zumindest alle noch. Ja. Also kosten 665 Starcoins. Diese Preise gelten bis zum Mittwochs-Update am 3. August. Der Rabatt bezieht sich nur auf Pferde der dritten Generation, nicht auf Pferde, die in der App Starstable Horse gekauft werden. Also App-Pferde gelten nicht. Also muss ich aber auch nur gucken, weil irgendwelche Pferde wurden auch in Fort Pinter verschoben, aber gut. Guckt, ihr seht es ja, alle kosten hier 715 Starcoins. Die ganze Andalusia steht ja hier. Der ist App-Under, wie gesagt, ist nicht vergünstigt, genau wie der App-Lusitano auch nicht vergünstigt ist. Ich glaube, hier stehen aber auch nicht alle Lusitanos, oder? Ja. Bevor ich jetzt irgendeinen Schmumpitz erzähle, weil ich muss jetzt ein bisschen runterscrollen. Pferde in Bewegung. Wir haben Jorvik ein bisschen umorganisiert, um Platz in Fort Pinter zu schaffen. Diese Pferde sind von Fort Pinter umgezogen, um ihren Freunden der gleichen Rasse zu sein. So, mal gucken. Der Lusitano ist auf der Koppelinsel umgezogen. Also irgendein Lusitano scheint wohl hier nicht zu sein. Hier, stimmt, hier sind nur 2. Okay. Koppelinsel. Dann gucken wir mal immer auf der Koppelinsel. Dann sind nämlich die restlichen. Andere Richtung. Restlichen Lusitanos. Mal an. Die Koppelinsel. Und dann zeige ich euch vielleicht auch mal direkt, wo die anderen Pferde alle hin sind. Damit vielleicht nicht ein Gesuche hier startet. Aber die müssten ja dann eigentlich hier stehen. Ja, genau, da stehen sie doch alle. Aber zumindest ist der Rest. So, wir haben nämlich hier den wunderschönen Palomino. Den Rappen. Den... Was ist der Buckskin? Der Buckskin. Und der Perlino. Auch wunderschön. Farbe, ne? So, das Kleidze ist nach Dandal umgezogen. Auch immer auf der Koppelinsel. Ne, Kleidze ist nach Dandal umgezogen. Okay, dann müssen wir jetzt... Oh lol, da steht der andere Lusitano sicher. Er ist jetzt gerade der Fuck. Also hier steht... Jetzt verstehe ich aber auch nicht. Also... Sie hätten... Die haben doch extra gesagt, die wollten dieses Kaufsystem machen, damit halt nur einer von der Rasse da steht. Damit man Platz sparen kann. Dann kann man sich das ja hier immer aussuchen. So. Jetzt haben sie hier die 3 und hier das Einzelne umplatziert. Entweder platzieren sie alle in einer Reihe oder von jeder Rasse einzeln. Ah. Jorvik's Schwamm ist ins Mondsicheldorf umgezogen. Wieso sind jetzt hier 2 andere? Die sind jetzt alle durcheinander, finde ich. Das ist total durcheinander. Hier stehen jetzt 2 Jorvik's Schwammblüter. Weil der nordschwedische Skype ist nach Dandal umgezogen und das Kleidste ist nach Dandal umgezogen. Warte mal. Er ist ja alles durcheinander. Also entweder packt man von jeder Rasse ein Pferd irgendwo hin und hat einen gemischten Stall. Oder man packt alle Rassen in einen Stall.
nicht alles kreuz und quer. Ach, SSO, ey. Ja. Haben wir das Fjordi nicht mehr hier, sondern jetzt haben wir die ganzen nordschwedischen Kaltblüder und die Clydesdales. Ja gut. Na gut, okay. Connemara Points auf Glücks Gehöft umgezogen. Gehen wir einmal auch dahin. Ja, auch bei Birks Gehöft stehen Pferde. Das haben sie irgendwann mal auch umgeändert. Ich glaube, bei Birks Gehöft stehen die Mustangs und die Ponys jetzt. Wenn ich das nicht verwechseln sollte. Bin die da oben oder haben sie die wieder umplatziert? Warte mal. Oh, wir haben eine seltene schwarze Pflanze. Oh, hier gammelt noch irgendwas. Genau, da oben. Da stehen nämlich jetzt die Connemara-Ponys und hier stehen die ganzen Mustangs. Also, wenn ihr die mal suchen solltet, hier stehen sie alle. Lipizzana ist nach New Hillcrest umgezogen. Das zeige ich euch auch mal. Okay, dann springen wir mal da nicht runter. Alles eine Sache der Umgewöhnung. Jetzt für neue Spieler scheint es ja nicht ganz so schwer zu sein, aber für uns ältere Spieler, die eigentlich die ganzen Pferde woanders im Kopf hatten, ist das natürlich jetzt etwas nervig. Hillcrest. Die Fjordpferde sind in Vale Day, okay. Zana stehen wie immer natürlich oben am New Hill Quest Stall. Und jetzt kommt, wenn ich euch jetzt die ganzen Rassen jetzt so einmal verteilt gezeigt habe, jetzt kommt nämlich der Clou in Fort Pinter. Wie es jetzt nämlich da aussieht. So, jetzt haben wir hier ganzen Lipizzaner, also alle Lipizzaner stehen jetzt von der Generation 2 hier. Und die alten Easy natürlich auch. Ja, man könnte das auch so alles vereinfachen, vor jeder Rasse nur noch eins hinstellen und dann mit diesem System, was die doch gerade neu gemacht haben. Aber gut, hier haben wir die ganzen Generation 2 Pferde stehen. Und jetzt Mondsichel, Dorf und Veldale noch. Veldale kann ich ja kurz Abholservice machen, geht ja schneller. Ah, da müssten jetzt alle Fjordis stehen. Mal gucken, ja, da stehen die Fjordis. Genau, Jorvikschen Urpferde und die Tinker. Genau. Ja, so. Und zu guter Letzt natürlich jetzt auch noch ins Mondsicheldorf. Obwohl man die ganzen Jorvikschen Warmblüter hätte man eigentlich alle auch entweder Koppelinsel oder alle ins Mondsicheldorf packen können. Die sind jetzt alle so wild verteilt. Also manche Rassen stehen so schön nebeneinander, wie die Fjordis jetzt zum Beispiel. Weil die auch wirklich schon Warmblüter alle so auseinander. Das ist gut. Was eine Reise hier, ohne Witz, was eine Reise. Und ihr könnt auch zum Beispiel nicht, wenn ihr im Mondsicheldorf euch die Jorvikschen Warmblüter anguckt, seht ihr auch nur die, die jetzt in diesem Stall sind. Also ihr seht jetzt nicht die Jorvikschen Warmblüter auf der Koppelinsel. Das ist natürlich auch voll Bananen. Hier ist auch alles gemischt. Ja, hier Jorvikschen Warmblut. Warte mal, eins. Ne, zwei, wollte gerade sagen. Zwei. Zwei stehen hier. Ja. Und ein Araber Pinto. Ja. So, dank des zusätzlichen Platzes sind einige neue Pferde von Pinter angekommen. Auf allen Spielerleveln kann jetzt ein Pferd in der Rasse gekauft werden. Ui. Also haben wir das jetzt geändert, dass jetzt diese Pferde mit Level 1
für immer gekauft werden können. Das sind nämlich jetzt American Painters. Bäh. Waterhorse, Gotland Pony, Percheron, Pasofino, Araber und Islandpferd. Wie? Also, links Monitor lesen und rechts reiten. Müsst ihr mal echt ausprobieren. Das ist gar nicht mal so einfach, wie es immer aussieht. Ach, komm schon. Professionelle SSO-Videos machen kann ich. Nicht. Gott, Peter. Die Pferde können weiterhin mit ihrer üblichen Levelbeschränkung in den Gebieten gekauft werden, in denen sie zuvor waren. Wir möchten einfach, dass alle Spieler Zugang zu einigen unserer beliebten Pferderassen haben. Oh, Pasofino ist schon direkt beliebt. Wie der Huffy nach hinten gerutscht ist. Oh, hier stehen sie alle. Alles gemischt. Finde ich schön. Alles von Generation 3. Jetzt mal auf einen Blick. Aber ihr meint nur das eine. Und aber auch für Level 1. Also die könnt ihr alle für Level 1 anscheinend holen. Finde ich aber gar nicht mal so übel. So ein paar Rassen auch für Level 1 so verfügbar sind. So. Scrollen wir mal wieder mal nach oben. Guillermo Gadea ist wieder da. Ihr kennt das. Rasserennen. Diesmal sind es die für Andalusia, Lusitanos, Pasofinos und ihre magischen Varianten. Sakura, Birch, Ayla, Umbra und das Fancy. Und diesmal sind wir wieder an der Reitarena. Direkt an der Reitarena, genau. Ihr müsst die Reitarena auch aufgebaut haben. Du musst Starrider sein und eine der erwähnten Pferde beliebige Generation besitzen. Außerdem musst du die Reithalle freigeschaltet haben. Genau. Ist auch beliebiger Generation. Also kannst du auch wahrscheinlich mit einer Andalusia Generation 1.5 oder wie heißen sie antanzen. Warte, war nicht irgendwie was mit den Shire? Ich glaube, die Shire waren doch auch Rabatt drauf, oder? Preissenkung für die Shire. Die sanften Riesen sind wunderschön und würden gerne Platz in deinem Stall finden. Verguck dich in einen ganz eigenen Haflinger. Okay, Rechtschreibfehler. Nicht wundern, ist mir damit Shire gemeint. Die Shire kosten jetzt 475 Starcoins. Natürlich auch ein wunderschöner Rabatt. Lichtkamera-Action. An alle Videofilme auf Jorvik. Wir haben die Operation eingeführt, dein Pferd und deinen Charakter auszublenden. Beide kannst du sowohl im berittenen als auch im abgestiegenen Zustand ausblenden. So werden deine Videoaufnahmen im Spiel noch besser. Diese Funktion findest du in den Einstellungen im Reiter Kreativ. Also hier ins Hauptmenü, Einstellungen, Kreativ. So. Pferd ausblenden, wenn ich absteige. Warte mal, Pferd und mich als Reiter ausblenden, mich ausblenden, wenn ich absteige. Guck mal, zack. Jetzt könnt ihr nämlich, und wenn ihr auch das Interface ausmacht, wunderschöne Bilder machen. Und da habe ich ja so lange drauf gewartet, Leute, ne? Dass es mal endlich legal ist. Oder könnt ihr mit so schöne Bilder machen. Bilder, Videos, alles. Und für euch Clubs wird es natürlich noch geiler. Guck mal, wie geil das einfach ist. Einfach unsichtbar. Und wenn ihr es wieder aushaben wollt, einfach das Häkchen wieder wegnehmen. Da werde ich wahrscheinlich in Zukunft auch noch sehr viel Spaß dran haben. So, wie ihr ja schon lange gemerkt habt, Rotation der magischen Pferde. Es wird immer einmal im Monat ein magisches Pferd da sein. Und diesmal sind wieder Ayla und Umbra. Einer der beliebten magischen Pferde, wie es scheint, weil da werden wir irgendwie sehr oft gefragt, wann die wiederkommen und so. Und ich denke mal, nach Ayla und Umbra werden wahrscheinlich auch die Drachenpferde wiederkommen. Die witzigerweise letztes Jahr gar nicht mal so beliebt waren, wo alle sagten, nee. Dann heißt es irgendwann Drachenzähmen leicht gemacht, ein SSO. Und komischerweise in den letzten paar Monaten wurde so oft gefragt, wann kommen die Drachenpferde wieder. Da war ich schon ein bisschen erstaunt. Aber die stehen jetzt hier auch bei Gary Goldzahn, bei den Fischpferden. Genau hier stehen sie. Nehmen wir die Andalusia, die sind nicht preisgesenkt, war ja klar. Und können natürlich auch, wie die anderen Andalusia, auch den spanischen Schritt.
hier einfach Umbra. Also, die bleiben. Oh, wie lange bleiben sie denn? Ella und Umbra wie Haustiere bleiben bis zum Mittwochsupdate 3. August. Also sie bleiben noch ein bisschen, würde ich sagen. Schlagt auf jeden Fall zu, weil sonst müsst ihr halt ein Jahr wieder warten. Dazu noch die beiden süßen Pets. Einmal der Fuchs und die Katze. Beide habe ich ja schon, deswegen kann ich sie euch jetzt hier so nicht zeigen. Wenn ein Text drin steht, aber ich finde die beiden total knuffig. Also ein Fuchs fand ich besonders süß, weil es mal eine andere Farbe ist, weil von der Fuchs-Variante haben wir immer nur eine neuere Variante vielleicht von der Grafik her und sonst so normale Farben. Die Katze fand ich auch immer interessant, aber ich kann mir gut vorstellen, weil viele jetzt ganz viele Katzen haben, dass das jetzt nicht unbedingt sein muss. Aber ich finde die beiden Pets trotzdem irgendwie süß. Kaufvideo kann ich dazu nicht machen, weil ich jetzt beide schon auf meinem Hauptaccount habe, beide auf meinem Zweitaccount. Also da sind genug Kaufvideos. Einfach, wenn ihr euch da mal anschauen wollt, wie die Pferde so im Spiel wirken, dann einfach mal bei mir bei Ada oder Umbra Kaufvideo gucken. Da könnt ihr euch das vom letzten Jahr mal angucken. So. Habe ich jetzt auch nichts vergessen. Mittsommergegenstände im Global Shop. Gucken wir mal. Die sollten ja jetzt hier alle im Global Shop drin sein. Ich sehe nur das jetzige Outfit. Alle Mittsommergegenstände wurden zum Global Shop hinzugefügt und sind ab sofort dort erhältlich. Hol dir die Gegenstände, wann immer einen sonnigen Muntermacher braucht. Davon ausgenommen sind Gegenstände, die im Second-Hand-Mittsommer-Shop verkauft wurden. Die wurden dauerhaft eingestellt. Aber ich sehe nur... Okay. Ich sehe nur das neue Set, aber jetzt nichts von den alten Klamotten. Kann natürlich auch sein, dass die nicht ganz oben sind, sondern irgendwo mittendrin oder ich weiß es gar nicht. Die haben wir zumindest in diese, es ist irgendwie hier mittendrin reingequetscht, weil hier haben wir zum Beispiel den Blumenstrauß. Weil im Blumenkranz eher gesagt. Ich glaube, die sind hier irgendwo mittendrin immer reingeworfen. Natürlich ein Ätzend zu suchen. Ja, guck, hier war auch der nächste Kranz hier. Ja, da können wir wohl ein bisschen suchen anscheinend. So alle grünen Sachen vielleicht mal. Hm. Ist ja ein bisschen doof. Also, wäre mal schön, wenn wir eine Fair-Sachen so auswählen können. Event-Sachen, Nicht-Event-Sachen. Und dann bei Event-Sachen mal immer nachschauen könnten. Jetzt kann man es natürlich hier im Wolf absuchen. Aber zumindest steht hier, dass alle Klamotten außer die Second-Hand-Sachen wo im Shop sein sollen. So, nächste Woche, Wolfhall Inn, sind die ersten Gäste aus dem Ausland eingetroffen, aber irgendwas stimmt nicht. Da kriegen wir wieder eine wunderschöne Quest. So. Halleluja, was ein kleines Update, was mit sehr vielen Mini-Sachen verbunden ist. Aber ihr Lieben, ich würde sagen, wir sehen uns dann zu einem nächsten Video-Livestream wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.